Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim Modisodes. Jawohl, wir spielen heute wieder mal Falskar. Wir sind hier in dieser neuen, schönen Welt unterwegs. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, was wir machen wollen. Wahrscheinlich irgendwelche Nebenquests. Mal gucken, was wir so, wem und was wir so über den Weg laufen. Einfach mal gucken, ne? Bisschen den Entdeckertrieb raushängen lassen. Mache ich ja gerne hin und wieder. So, schauen wir doch einfach mal. Oh, guck mal hier. Hier können wir Weizen mopsen. Geil. Was die Pflanzen hier alles anhegen und pflegen das monatelang. Und wir klauen einfach die Früchte deren Arbeit. Schon ein bisschen gemein, wenn man so drüber nachdenkt. Aber sind ja auch nur Bits und Bytes. Keine echten Menschen. Von daher passt das schon. Ist ja quasi für uns da. Ne? So, was haben wir denn hier noch? Kartoffelpflanzen? Kartoffelpflanzen. Kartoffeln kannst du behalten. Die darfst du selber abbauen, lieber Bauer. Ich glaube, das ist Lauch. Da hinten ist Kohl. Da brauche ich nichts von. Kann ich hier nicht rüberspringen? Das geht doch. So. Eine Mühle. Was kann man denn hier machen? Nix. Kann man zugucken. Das, also das hier, das war das Fernsehen im Mittelalter. Also, falls ihr euch fragt, wie sie sich damals die Zeit vertrieben haben, haben sich dann gemütlich sonntagsabends hier hingesetzt, ein kleines Feuerchen gemacht und der Mühle hier zugeschaut. Ne? Das war noch Fernsehen damals. Das war noch richtig actionmäßig. So, genug Schwachsinn gelabert. Gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, ich renne einfach mal durch die Pampa und guck mal, ob wir irgendwem oder irgendwas über den Weg laufen. Vermutlich rennen wir einfach nur ein paar Wölfen wieder in die Arme. Bei meinem Glück. Ich hoffe, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit diesem Charakter. Wir sind zwar Nord, was ich persönlich ein bisschen langweilig finde, so als Charakterklasse, wenn man in Skyrim unterwegs ist, weil dort sind ja irgendwie fast alle Nord, ne? Aber so rein optisch und mit den Renegarden, also mit den, warte mal, pass mal auf, ich will mal was gucken. TFC, Toggle Free Camera. Ich glaube oder meine, ja, die Rinnegan-Augen gewählt zu haben mit den, hier. Ach, ist ja, na, nicht ganz rein. Noch ein Stück? Ja, habe ich. Mit den, nam, 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 sag mal schnell. Sieht man ja, ne? Hier, mit den Uchiha-Augen. Mit den Sharingan. So, das ist das, Rinnegan mit den Sharingan drin. Finde ich sehr cool. Und optisch sind wir ja, wie ich schon sagte, Nagato so recht ähnlich. Also Pain. Pain heißt er, ja. Finde ich sehr cool. Und würde den Charakter deswegen gerne so lange wie möglich behalten. Ein Elch. Du kannst mir nicht entkommen, mein Freund. Das ist völlig unmöglich. Ah, herrlich. Fell nehmen wir gerne mit. Haben wir wieder ein bisschen Leder. So. Was können wir denn hier noch sonst noch so entdecken? Hier scheint irgendein Lager zu sein. Hier sind Fässer. Waren wir hier nicht an diesem Lager schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Auf jeden Fall gibt es hier nichts. Nichts zu looten. Schade. Ich achte mal ein bisschen aufs HUD. Da hinten soll wohl eine Höhle sein. Aber komme ich jetzt hier nicht. Wow! Um die Berge herum. Alter, hat mich das Vieh erschreckt. Stirb! Geverschwanz. Naja, immerhin ein paar Zutaten. Da sage ich ja auch nicht nein. Oh, da hinten scheint irgendein Gebäude zu sein. Rennen wir einfach mal hin. Das wird wohl irgendeine Mühle sein oder irgendein Hof oder Bauernhof halt, ne? Irgendwie sowas. Glaube ich. Oder ist das so ein kaputtes Gebäude? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich mit diesen Symbolen nie so richtig auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich sein soll. Ach, hier ist das. Hier waren wir ja schon. Hier die Espenfallhütte. Hier haben wir ja so ein paar Banditen, genau. Hier, die haben wir auseinandergenommen. Waren ja dann auch im Keller. Und so sind wir ja dann auf die Quest mit dem Hammer gekommen. So. Da hinten scheint irgendein Turm zu sein. Sagt uns das HUD. Dann gehen wir mal dahin. Noch ein Elch erledigt.
kleines Geweih, sehr schön. Eine Zutat, der man nicht so oft über den Weg läuft. Wir rennen einfach mal in die Richtung. So, da oben ist der Turm. Kommen wir auch von hier unten da dran? Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Vielleicht können wir hier so ein bisschen. Ah. Ach ja. Komm, gehen wir außen rum. Machen wir jetzt nicht solche Spirenzchen hier. So viel zu den Spirenzchen. Aber hier müsste man doch hochkommen können, oder? Hier kommt man doch hoch. Ja, das geht. Sehr schön. Ha, das scheint irgendeine Burg oder Festung zu sein. Cool. Ob die uns hier freundlich gesonnen sind? Ich bin gespannt. Die Steinkammwacht. Die sind uns nicht freundlich gesonnen. Oh. Mal eben schnell heilen. Wow, wow. Was? Was? What the fuck? Was zur Hölle? Das habe ich ja noch nie erlebt, dass uns jemand köpft. Also nur weil ich das jetzt ausgewählt habe, können alle anderen das auf einmal auch, oder was? Was? Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gespeichert habe. Oh mein Gott. Ah, Gott sei Dank. Autosave. Wir haben das mit der Nebenquest schon erledigt gehabt. Aber jetzt habe ich gar nicht mehr das Weizen eingesammelt. Komm, das Weizen, das gauner ich mir nochmal. Wo war das denn? Hier. Also das hole ich mir nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal der Hauptquest nach. Was soll's? Ne? Also. Alter. Ich hatte doch noch fast die Hälfte der Energie voll. Alter. Da bin ich jetzt ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen. Krass. Köpfen die uns einfach? Ich glaube, ich spinne. So, dann reden wir mal mit dem Jarl hier. So. Jawohl. So. Hier sind wir richtig. Haus Borvaldur. When you are older, my son. For now, just enjoy being young. If you say so. Do not fret, Vilhard. You will grow up to be a great warrior. I am sure of it. But only if I keep practicing. I'll go do that right now. Ha, der Kurze will wohl Krieger werden. Und der gute Jarl sagt ihm, nee, lebt man dein Leben als Kind noch ein bisschen? Finde ich schön. How do you do? Alter, wie viele Möglichkeiten. Geil. wir fanden Mikarius. Er meinte, die Banditen arbeiten für Ingvar. What? What led him to believe that? Such a statement cannot be taken lightly. Er belauschte sie beim Gespräch. Sie haben Befehl von Ingvar, ihn zu fangen. This. This is bad news. It could very well mean the start of another war. Thank you for bringing me this information. Please, accept this token of my appreciation. I hate to ask more of you. You have already saved one of my people. But I don't have much choice. Long ago, when there was war between my family and the Junvaldirs, there was a group of monks that served as our wise men and court wizards. They have since retired to a simpler life, but their roots are still there. They may know what Ingvar is up to. Please, go to Balen Priory, to the southwest, and talk to Brother Thorlo. See if he knows anything. Okidok. Aber ich würde gern. Have you spoken with Brother Thorlo yet? Nein. What did Brother Thorlo? Have you spoken with Brother Thorlo yet? Wir sollen mit Bruder Thorlo sprechen. Ich wollte gerne noch die anderen Gesprächsoptionen durchgehen, aber der will wohl gerade nicht. Ärgerlich. Na gut, dann reden wir mit Bruder Thorlo.
Lässt sich nicht ändern. Gibt es hier irgendwas, was sich zu klauen lohnt? Den Trankmischerbeutel, den könnte ich ein bisschen leeren. Na gut, da waren nur Wacholderbeeren drin. Ist jetzt nicht die Riesenausbeute. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. So. Ja, ich habe immer noch nicht die Ladescreens runtergeladen, die Mod. Ich weiß. Mache ich noch. Glaube ich. Ja, so wichtig ist das ja halt nicht, ne? Und deswegen vergesse ich das schon mal. So. Gut, dann machen wir uns zu dieser Priorei auf den Weg zu Bruder Torlor. Wir wollen bei ihm dann herausfinden, ob er vielleicht irgendwas weiß, was Ingvar angeht. Warum der jetzt auf einmal wieder auf Krieg aus ist und diese kleine, beschauliche Stadt angreifen möchte, womöglich. Ach ja. Das hat übrigens auch diese Mod, man hört es gerade, selbst komponierte Lieder. Die haben da extra Lieder für komponiert. Das sind wohl 40 bis 50 Minuten eigene Soundtracks. Richtig geil. Ich liebe sowas. Da hinten ist so ein Drachensymbol. Jetzt bin ich aber neugierig. Was bringt denn das? Oder was gibt's denn da? Wie komme ich nie hoch? Fragen über Fragen. Irgendwas hat mich hier doch angegriffen. So eine Kackspinne. Stirb! Oh Mistvieh. Frostbissgift nehme ich gerne mit. Da hinten so... Soll noch eine sein? Jawohl. Lol. Ah, sehr gut. In your face. Und tot. Jawohl. Na gut, das nehmen wir auch noch mit. Drachensymbol. Ich will wissen, was das ist. Oh oh. Ich wollte es ja unbedingt wissen. Stirb! Stirb! Alter, drei Stück. Stirb! So. So. Hassa. 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 Puh. Na, zum Glück machen die nicht viel Schaden. Wir nehmen einfach mal alles mit. Die Klauen können wir für Tränke nutzen. Und... Oh. Ja, einen neuen Drachenschrei soll es in dieser Mod auch noch geben. Obwohl ich hier jetzt keinen Drachenschrei sehe. Fällt mir gerade nur ein, so wo ich diese schöne Wandmalerei hier sehe. Ich habe ja nicht alles vorgelesen, was es in dieser Mod gibt. Aber das weiß ich jetzt noch so aus dem Kopf. War einiges, deswegen war ich zu faul zum Aufschreiben, gebe ich zu. So, ich habe ja keinen Drucker, ich kann das nicht mal eben ausdrucken. Ich mache das ja alles mal per Hand. Ich schreibe mir alles auf und lese euch das dann vor. Aber das war schon einiges und deswegen hatte ich ja keine Lust, das alles aufzuschreiben. Naja, jetzt erzähle ich es euch ja zwischenzeitlich. So. Nein, ich brauche jetzt nichts. Oh, was ist das denn? Bailun Priorei entdeckt. Ja, aber was ist das hier? Das ist die Bella. Hat die da Nippel? Sehe ich das richtig? Die hat voll die Nippel hier. Ist das auch in der Vanilla-Version? Ich weiß es gar nicht. ja, lassen wir das. Mopsen wir erstmal hier Bernsteinmiet. Die nehme ich aber mal mit, weil die gibt es ja nur in dieser Mod. Von daher würde ich schon mal gerne gucken, was die so drauf haben. Ist das hier nicht bei Zaubertränke? Dann wird es bei Essen sein. Stellt 40 Punkte Ausdauer wieder her und die Ausdauer regeneriert sich 20 Sekunden lang 50% langsamer. Okay, so doll ist das nicht. Da brauchen wir nicht alles mitnehmen. Altowein kannst behalten. Schrein von Mara. Okay. Na gut, nichts Besonderes. Nur der übliche Rotz. Dann gehen wir mal in die Priorei rein. So, da ist auch noch ein Schrein.
Was liegt denn hier alles? Ah, müssten wir klauen. Ich klaue ja nicht gerne. Ich habe immer so ein bisschen Angst, erwischt zu werden. Egal, ich gucke jetzt mal in die Truhe rein. 6 Gold. Ach komm, das lohnt sich nicht, geklaut zu werden. Da geht sie da raus. Da geht's. Da kamen wir her, ne? Jo. Und hier sind noch ein paar Schreine. Noch eine Truhe. Ah, ich gucke da jetzt nicht rein. Das wird sich eh nicht lohnen. Hier knacken sie alle. Steh auf! I hope you're keeping out of trouble. Wer erbaute das Portal in Mutsubtand? Mutsubtand. We aren't really sure. Its location would obviously suggest that the Dwemer people built it. But there is little evidence to prove it. We've seen no signs of this kind of technology in other Dwemer ruins. So, we can't do much beyond speculate. Also... The scholars in Weizemonstadt were potentially studying it. But none of the research made it out. So we had to start from scratch. Im Prinzip. Due to the continuous conflict in the land, researching the portal further simply hasn't been something we focused on yet. Perhaps someday though. Also im Prinzip sagt er gerade, ich habe keine Ahnung. Wie gelange ich von hier aus nach Himmelsrand? Missing Skyrim. You really are the traveler, aren't you? There's a Nord by the name of Wolf at the docks. He still runs a boat to Skyrim. Speak with him. I'm sure he'd be willing to take you there. Ah, wir können also jederzeit nach Hause. Das ist sehr schön. Wisst ihr etwas über die zunehmende Banditenumtriebe? Über die zunehmenden Banditenumtriebe? Not really. I know they're a growing problem and are all over Falska, but nothing else. Sie sind Ingvars Männer. Er bezahlt sie. Kommt nach Bernsteinbach und helft uns. That couldn't be. Unless... Ingvar is trying to start another war. Regardless, we cannot help. 700 years ago, Shore saved our ancestors so that we could flourish in this land and absorb its knowledge, not tear it apart with war. We will not help instigate another one with the Orvaldars. Of course, we are so loyal to the Borvaldars. If it comes to it, we will fight by Kigagnar's side until victory. Or Sovngarr takes us. Kehre zu Jarl Agnar zurück. Also im Prinzip sagt er gerade, sie möchten keinen Krieg anzetteln, aber wenn es zum Krieg kommt, werden sie uns Beistand leisten. So. Also, aber er hat auch keine Ahnung, warum und wieso und weshalb Ingvar diese Männer versammelt, außer eben, dass es vielleicht eben zum Krieg kommen könnte, dass Ingvar da Krieg anzetteln möchte. Oh cool, wir können Pferd mopsen. Das wird nicht als Diebstahl angesehen. Geil. Ich meine, wir sind sowieso langsamer mit einem Pferd, aber mal so just for fun. Warum nicht? Oh, Todesglockenblumen. Das war ein kurzer Trip. So. Zack, nochmal. So. Ja, warum ich die Todesglockenblumen jetzt unbedingt mitnehmen wollte, ist ganz einfach. Todesglockenblumen habe ich ja letztens nochmal gesehen, als ich meine Aufnahmen angeguckt habe. Und Salz. Das ist die Kombination, von der ich geredet habe, die relativ viel Geld gibt. Da kriegen wir so ein Gift draus, mit was 500 Gold oder so gibt. So, ich gehe mal auf Schnellreise. Und umso wertvoller der Trank ist, desto besser leveln wir unsere Alchemie-Skills ja auch. Also in doppeltem Sinne ein Vorteil. So. Dann wären wir da. Braves Pferd, kannst nach Hause. Naja, wahrscheinlich gehört es jetzt uns. Haus Borvaldur. Oh Gott, wir sind schon wieder fast am Folgenende. Das darf doch nicht wahr sein. Aber wir reden jetzt noch mit dem. Das muss noch drin sein. Oh, warum pennen die denn jetzt alle hier? Ich warte mal 4 Stunden.
Creepy. Stehe ich hier 4 Stunden lang in ihrem Bett rum und beobachte die beim Pennen. Have you spoken with Brother Thorlow yet? Die Mönche wissen nichts und werden uns nicht helfen, solange Ingvar nicht geradewegs einen Krieg anzettelt. Unless he instigates war. He sent men to kidnap and interrogate one of our people. And he blankets the land with his mercenaries. Is that not a declaration of war? Very well. We shall work without their help. For now. I need you to do something else for me. Bandits have overrun the docks and have cut off trade with Skyrim. Please, go to the docks and kill all the bandits. Then talk to Hendrik. He runs the trade store there. Ask him if he learned anything helpful while the bandits were there. Machen wir gerne. Good morning. Ah, jetzt können wir mit ihm reden. Söldner wollten das Tor aktivieren. Wer genau weiß von Falskar? We have trade with Tamriel and had ships run back and forth for hundreds of years. So they know about us, though we are certainly out of the way. I am curious as to how these mercenaries you speak of learned about the specific gate and the tools to activate. We aren't even sure how it was done 700 years ago. This is certainly something I would like to look into sooner or later. The technology could provide useful for us, for all of Nern. And it would give Brother Thorlow something to do. Okidok. Jemand nannte mich der Reisende. Was bedeutet das? A very long time ago, a man claimed to have been spoken to directly by the gods themselves. They foretold a prophecy of sorts. The gods told him that they who arrived through the Shimmering Wall marked the start of the worst, and that they were deemed the Traveler. This tale spread, and eventually became somewhat of a legend in Falskar. However, nothing ever happened, and the gate in Muzubdhan remained dormant. Until now. You have come through from Skyrim. What does that mean? Are you the brave soul the man spoke of? Offensichtlich. If so, what does that mean? About to happen. The land has already been riddled with war and death. We can't take much more of it. Wo genau liegt Falskar im Verhältnis zu Himmelsrand? About 100 years after we first arrived in Falskar, explorers figured out roughly where we were. It appears we are far to the northeast of Tamriel. However, we aren't sure how far. A great magic seems to surround this land, and a voyage to Tamriel takes far less time than we think it should. But nobody is certain why. The only thing we are certain of is that we are on Nern. Same stars, same moons. At least, this magic makes it appear that way. Interessant. Warum interessiert ihr euch so sehr dafür, wer die Banditen anführt? Ingvar's family, the Jungvaldirs, have fought ours for almost 600 years. We must take the possibility of this happening again very seriously. Wäre es nicht offensichtlich, wenn sie wieder was im Schilde führten? The Jungvaldirs are smarter than that. They are not much for declarations or show. They value obscurity and disguise. I fear we may again be at war, and we don't even know it. Okay, wie wir von hier aus nach Himmelsrand kommen, wissen wir ja. Safe travels.
Ja, vielen Dank. So, gehen wir mal wieder raus. Kann ich ja schon mal abmoderieren. Ja, wir sind in der Hauptquest hier ein bisschen weitergekommen. Wir sollen jetzt zum Hafen ein wenig Banditengesindel auslöschen. Machen wir auch in der nächsten Folge. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.